Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut Triple Games for You. Gucken wir mal, conference-mäßig stimmen wir überhaupt nicht gut da, wenn ich das so richtig sehe. In der Eastern Conference haben wir mit den Hawks besser dagestanden. Egal, dafür sind wir bei den Bulls, meinem Lieblingsteam. Ich würde auch sagen, wir gehen ins nächste Match. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und sag nicht ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, sondern jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wenn du eine Sache denkst und die andere sagst, dann kommen ab und zu dritte Sachen raus. Keine Ahnung hier, was da abgeht mit mir. Das ist ärgerlich gewesen, ich sag euch hier. Ein Punkt Unterschied gehabt im letzten Spiel. Super blöd gewesen. Aber was soll's? So ist das Leben. Damit müssen wir jetzt auch irgendwie umgehen. Und ich denke, das kriegen wir auch hin. Nächstes Spiel ist auf jeden Fall, denke ich, eine sichere Sache für uns. Wir müssen es irgendwie packen, in die Playoffs zu kommen. Und dazu gehört natürlich auch Siegen. Bla bla bla. Gegen die Utah Jazz. Und wir sind auch wieder mit auf dem Feld. Okay, danke. Den machen wir. Super. Es muss nur von Anfang an gut laufen und schon ist die Sache gegessen. Gut. Erster hat er geschafft. Und auch den zweiten. World Peace ist halt ganz gut. They found themselves up against a hot team that night, Kevin, and they just didn't have the manpower defensively to shut them down. You know, guys, come, Boozer! Oh, Scheiße! They never strung together any stops like they needed to. Scheißendreck! Hat er sich nicht getraut, ne? Ich meine, es war die richtige Entscheidung wahrscheinlich, aber trotzdem. Oh, Mann! Cantor's got his first 2 points of the night. Very nice pickup of the offensive rebound. And once he gets his hands on it, you know it's going back up and back in. Super geklaut worden. Dann versuchen wir das wenigstens wieder gut zu machen, indem wir doch nicht treffen. Läuft nicht gerade. And you know what was most impressive? They wasted very few possessions in that game. They ran their offense close to perfection. That's what we call the oh man! 4 Punkte schon, das kann nicht sein. Now let's go over to Doris Burke, who was able to talk with Tyrone Corbin. He said that their defensive focus, no surprise, will be trying komm, mach's. To get Derrick Rose out of the lane. Ah, gut, faul immerhin. Boozer, du machst es. Oh, so nett. Thanks, Doris. Gut, immerhin einen. And here in the first, closing in on 2 minutes play. Hier runter, okay, dann ihn. Rebound. Zu Boozer wollte ich eigentlich gar nicht, aber passt. Okay, super. Yeah, exactly. You got to get some extra possessions and clearly they were inferior in that area of the game. Immerhin einen Rebound auch bekommen. For a little guy, that's pretty observant that rebounding would be a stat that you would be able to lock into. Okay, ich habe schon gedacht, er wirft, macht er aber gar nicht. Oh shit. Bin ich einen Schritt zu schnell gewesen wohl? Heftig, ey. As we hit the mid-season surge, let's check out the standings and how they're shaping up. Taking a look at Orlando, earning the first place position with a terrific record,
Das ist ja auch LeBron James jetzt bei Orlando. Dreier für uns, Führung da. Eight games out. You know, for the Bulls, they've got to be wondering how they slipped from being an elite team last year to just a middle of the road team this year. Well, I mean, the bottom hasn't dropped completely out from under them. I mean, this is still a team with plenty of talent, so there's time for them to put it together. Genau, so sehe ich das auch. Should be a sense of urgency at this point. They've got to get things rolling here. Rose dishes to Boozer. Rose, Rose, Rose. Machen wir rein und da sitzt er auch. Super. So muss sowas gehen. Oh fuck. Gut, wir haben den Ball. Pass ist nicht angekommen. Chicago making a switch here. Guy is a potent offense right now. Yeah, Kevin, really the offense is flowing quite nicely right now. Playing with a lot of confidence. Schade. Offensiv-Rebound hätte mir ganz gut gepasst. Toller Pass, also super gemacht. Kannst du nicht meckern. They've really been able to work the ball into the post effectively so far. Yeah, I think that could really set things up well the rest of the game. Danke. Down the ball inside and let your perimeter players play off your bigs. Noah, du machst es. Super, Assist für uns. Muss die Leute nur anschreien, dann funktioniert der Spaß auch. Stucky outside. Stucky gets a screen from Evans. Oh fuck. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir probieren es einfach mal und der sitzt auch. Sind zwar keine drei Punkte, aber zwei. Ja, es muss nur so bleiben. Wow. Gut gemacht. Super. Noah ist schon echt gut. Toller Center. Bin froh, dass ich bei dem Spiel. Sind wir Point Guard? Okay, okay, okay. Super! Wahnsinn! 10 Punkte Vorsprung bereits. Oh, schade. Macht nix. Two for one opportunity here if they want. That's what I do. Make sure you get a couple of shots here to close this quarter. Komm Noah. Oh, fuck it. So hat er den ja nicht reingemacht. Scheiße, hüpfen, Leute. Oh, scheiße. Ich hätte nicht versuchen zu stehlen, sollen, hätte nicht versuchen den Stil zu setzen, wie auch immer. Ah, Gottchen. Leute. Super. 6 Punkte Unterschied immerhin. 2 Sekunden noch. Ausgewechselt, wann sind wir wieder drin? 2:36, 5 Punkte Vorsprung, das ist okay. Jawohl, Block gesetzt, so muss es sein. Wir probieren's. Wurden selber nochmal geblockt. Wieder der Burke. Super. Even that close to the hoop, when you see that kind of defense, I think you got to move the ball back out to the perimeter. Butler kicks to Dunleavy. Back to Butler. The pass to Noah.
So, whoop. Wir probieren's. Oh Gott, was wäre der drin gewesen? Noah macht's aber, super. Perfekt. Pretty much helpless there stopping that layup. I think too much of a mismatch in terms of height. Clark, some tough offensive sets. They want to turn it around. Yeah, they need a basket just to regain some momentum here, Kevin. So ist es halt. Out to Stuckey. Oh nein. Oh, scheiße, ey. Stuckey's got 4 points now in the quarter. Boy, after having a tough time in the first, he's managed to turn it around nicely this quarter. Danke. The Beast passes to Noah. Wir probieren es einfach. Oh, knapp. Hung on the rim, but wouldn't fall for it. Jazz trail by five. 55 seconds left to play here in the second quarter. Rebound, super. Well, he won't miss many of those. Especially with the defender not in the best of positions there. Komm, Noah. Schön verteilt. Oh, super. Ich bin begeistert. Ich müsste aber auch langsam mal wieder irgendwie eingreifen. Kann nicht sein, dass wir hier im zweiten Viertel so gut wie gar nichts machen. Naja, okay, dann habe ich eben gefoult. Als mein Beitrag. Hayward with the ball. Butler covering. Pass to Burke. Just five on the clock. Back to Stuckey. Oh, super. 18 Sekunden noch. Dann ist die erste Halbzeit im Kasten. Super durchgesetzt. Sehr schön. 6 Punkte immer noch Unterschied. Rebound. Sehr gut. Noch bekommen. Ist natürlich eine tolle Sache. So. Okay, perfekt. Weiter, Leute. Weiter, Leute hier. So, zweite Halbzeit beginnt. The defense keeps coming up short. Just no solution for the Beast. He's got 11 points and he's blocked a shot today as well. Super. He showed off how intelligent he is defensively. Machen wir. Und sitzt. Perfekt. Steal und dann noch Punkte gemacht. And presented by Gatorade. Let's see who's all fueled up and on the floor to start the third. So on the floor for Utah. We've got Hayward. Burke is out there. Oh man. Egal, extra Punkt dann halt für den Kollegen. Ja. Scheiße. Doris, thank you. It really was a stunning performance, Clark. He was at his absolute best in this game. Yeah, and the only thing about having a game like oh man, ich hätte doch hingehen müssen, um zu blocken. Ich habe gedacht, es geht. They don't need him to do that. He's even half as good as he was that night. It should be enough. Rose dishes to Boozer. Rose ist irgendwie nicht gerade so wirklich auf dem Laufenden. Der ist nicht so in Form, irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, scheiße, Dreck. Mach nix. Zweites Foul erst. 4 Minuten 50. Now here's Burke. 8 points for him. And World Peace kicks to Burke. Back to World Peace. Wieder zurück. Super. Butler's got 3 rebounds now in this one. Following this one, they get to host the Mavericks. That game marks the start of a 5-game homestand, the longest of the season. I'll be anxious to see what ends up happening with that Mavericks game, guys. That should be a good one. Super. Super, super, super. More often than not, they've buried it. You know, that's not always the number one option, but if the defense gives that to you, you gotta take it. 5 Punkte Unterschied. Ist natürlich eine gute Sache. 4 Minuten noch im Viertel. 2 minutes into the second half of play now. Stuckey gets a screen from Cantor. Here's Burke. Super. No good. He
got the shot he wanted off that pick, just couldn't get it to fall. But Steve, they'll take that play all day long, 10 times out of 10. That was good action. Super. He gets it to go. Now it's a 7-point Bulls lead. So muss es bleiben. Dann nehme ich auch in Kauf, dass ich selber nicht so gut spiele. Rebound, super Rose. The Bulls leading by 7. Butler attacking. And that one's super. Make it 10 of their 12 points coming off assist. Wow, are they moving the ball right now? They look good. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time getting the lid off the basket so far. Stucky has screen on Rose. Out to the right wing. On its way. Scheiß Pasta. Und er hat's gemacht. Was soll's? Ausgewechselt, okay. Eine Minute vor Schluss wieder drin. 10 Punkte sind wir vorne. Cool. Nee, eine Sekunde vor Schluss des Viertels. Schade, schade, schade. Ein bisschen zu kurz geworfen. Ist aber auch noch okay. Wenn wir das zweite gewinnen, das ist schon mal eine ganz gute Angelegenheit. Boozer, Boozer, Foul bekommen, super. Wie was? Ist halt so, meine Vogel. They can look forward to the Oracle Arena after this game to match up against Golden State. That'll be the first half of a two-game trip. Yeah, erstes drinne, super. Komm, mein Junge. Und auf der zweite Sitz, super. 12 Punkte Vorsprung mittlerweile. Defender pressing up on you. You press right back, get into it. Another world piece, he's checked in for the Jazz. Nein, wow, wow, wow. Offensiv-Foul, super gut. That's his first foul. Terrific defensive play to cut him off and square up. And he took a shot. Excellent toughness to get in there and make a play. I love that kind of work. Danke. Wupp, die dop, die dop, die dop. There's the beast covered by Bird. Jawohl, was ein Pass, super geil. Very high quality shot. Can't get enough of those. Auch der Assist war nice, dass wir den noch bekommen haben. Ich denke, wir sollten wieder Richtung 3 gehen. Unsere goldene Regel. Foul, gut. Keine Punkte. Oh shit. Super. Boozer. Ah! Gott, das war so ein Scheißpass, ey. Ich darf es dir niemandem zeigen. Oh Mann. Schön, Foul bekommen. Drinne, super. Oh shit. Stucky with it. Boozer picks him up. Here's Burke. And the layup's good off the glass. Ich flippe aus, ey. Es kann doch keine sein. Was ist denn das für ein Scheißdreck hier, Leute? Boozer. Okay, dann machen wir es selber. Drin ist er. Super. Muss auch mal wieder Punkte machen. Nicht mal 20 im Moment. Bisschen ruhiger wieder spielen, sonst schmilzt unser Vorsprung einfach dahin. Hab ich keine Lust zu. Ja! 3 Punkte, super! Toller Pass auch in dem Moment. Schade. Chicago leading by 13. Was machst du denn? Junge!
Zu dumm zum Pass fangen oder was? So they choose to intentionally foul. I have no idea why he was fouling there. Frust, sag ich dir. Mein Junge, super, Ball im Aus. Zu Hause gegen Dallas. Boah, das ist doch gut. Ah, schade. Jazz trail by 13. Rebound. Green. Ah, oh Gott, warum? Warum gibt er sich denn als 3-Punkte-Spezialist aus, wenn er den Ball nicht trifft, so frei wie er gestanden hat? Nur 11 Punkte Vorsprung im Moment. Boozer. Oh Gott, danke. Assist für uns. Sind wir auch bei den angepeilten 3. 2 Minuten 50 noch. Boah, Auszeit gecallt. They've been coughing up the rock an awful lot. Let's find out what Doris Burke has for us. I was able to listen in on what Tyrone. Ich glaube nicht, dass es diesmal was Richtung 40 wird. He is not happy with the sloppy play offensively, saying, listen, let's make the simple play. Take care of the basketball. We can't afford to waste any possession. Super. Can they clean it up? Danke. A bit under 3.5 minutes have passed here in the fourth. Komm, mach den. Vierter Assist für uns. Toller Korb. So muss es sein. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Dürfen da nicht reinfingern. Ah, was soll's. Macht er halt das Foul. Okay, okay. Aufpassen. Oh, schade. Okay. So, wir haben aber trotzdem eine ganz komfortable Führung. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Danke, den machen wir. Super. Wenigstens über 20 Punkte im Moment. Rebound, super. For Chicago, they've gone 6 of 8 from the field in the fourth so far. It's been a great start to this final. Los, Boozer. Hat er gemacht, super. Zwar kein Assist für uns, aber immerhin. Well, that's 4 straight buckets now at the rim. Burke kicks to Stuckey. Aufpassen auf diesen Burke. Oh, Dunley, was machst du nur? Ich mag den da nicht. Der sieht so komisch aus. Das wäre nicht echt irgendwie. Das stört mich ein bisschen. Okay. 15 Punkte nur Vorsprung. Boozer, jawohl. Super, nächster Assist für uns. Mich freut, ey. Und noch extra Punkte. Nur nicht geholt. Ach du Scheiße. Komm, noch Schluck auf hier. Super, super Block, würde ich sagen. Das war doch nicht schlecht. Nicht verzagen, Rektalin fragen. Komm, Boozer, mach's mal was. Okay, machst du nix? Scheiße. Nicht schlecht, dieser Burke. Offensive Rebound. Here's Cantor. Green with the block. And World Peace kicks to Hayward. Goes up again. Scheiße. Macht nichts. Sind eh nur noch 25 Sekunden. Können wir ganz schön langsam jetzt spielen. Here's the Beast, defended by Burke.
Spielen wir die Uhr einfach runter. Wupp, wupp, wupp. Probieren wir es einfach mal. Green, jawohl. 5 Sekunden noch. Die können gar nichts mehr machen. Jawohl, nochmal weggeblockt am Ende. Das ist doch super. Sehr gut. Ich bin begeistert. Gewonnen ist gewonnen, so muss es sein. War noch bester Spieler. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt, was Interessantes oder so. Anscheinend nicht direkt. Unterwegs zur Arena. Können wir auch einen Cut machen an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.